Rocket Lab schießt erfolgreich für NASA-Mission zum Mond. Asteroideneinschlag durch DART eventuell doch folgenreicher. Perseverance am Ziel, aber Probleme beim Bohren. Cygnus gelingt als erstem kommerziellen Raumschiff ein ISS-Reboost. NASA plant SLS-Start noch im August. NASA teasert vor Veröffentlichung James-Webb-Bilder als überwältigend. Europäische Internetkonstellation schließt geschickt New Space-Startups aus. Und das Starship in Boca Chica vor finaler Testkampagne vor einem Orbitalflug. Herzlich willkommen zu den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Ich bin Mo und mit Senkrechtstarter kannst du ganz nah an den neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt sein. Kleiner Spoiler, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich. Was schon letzte Woche so in der Raumfahrt passiert ist, das habe ich für dich zusammengestellt. Los ging die Woche am Montag, den 27. Juni, mit einem Langer Marsch 4C-Start von Jingquan aus. Gestartet wurde ein Gaofeng-Erdbeobachtungssatellit. Der ist dann in einen niedrigen, annähernd polaren Orbit von 630 Kilometern geflogen. Der Start der Suke-2-Rakete des chinesischen Raketen-Startups Landspace hingegen hat nicht stattgefunden. Eine extrem aufregende Mission haben wir uns am Dienstag, den 28. Juni, hier mit 750 Raumfahrtbegeisterten auf Senkrechtstarter live zusammen angesehen. Rocket Lab hat für die NASA die erste Mission im Artemis-Programm zum Mond geschickt, beziehungsweise auf dem Weg dahin. Bei Redaktionsschluss am Samstag war noch eine Triebwerkszündung der Photon-Oberstufe offen, um den NASA-Satelliten Capstone auf die geplante Umlaufbahn zu befördern. Capstone ist ein 12U-CubeSat von 25 Kilogramm, der den Halo-Orbit des geplanten Lunar Gateways ausprobieren soll. Also just den Orbit, in dem die Mondraumstation platziert werden soll. Eine extrem spannende Mission und es sieht so aus, dass Rocket Lab mit seiner Elektron- und der Photon-Oberstufe abgeliefert hat. Gerade die Oberstufe mit dem sogenannten Hypercurie-Triebwerk hat 4 Tage lang sehr präzise Bahnanhebungen durchgeführt. Am Mittwochabend, den 29. Juni, waren wir fast 1200 Zuschauer in der Spitze, um den kommerziellen SpaceX-Start mit dem Kommunikationssatelliten SES-22 zu verfolgen. Die Boosterlandung hat wie schon die letzten 53 geklappt und auch das Aussetzen der Nutzlast auf der geostationären Transferbahn war erfolgreich. Von hier wird der Satellit eigenständig den Zielorbit herstellen. Für mich ein ganz besonderer Start war der PSLV-CA-Start am Donnerstag, den 30. Juni. Tatsächlich mein erster Livestream eines indischen Raketenstarts. PSLV, das steht für das vierstufige 44,4 Meter hohe Polar Satellite Launch Vehicle. Das CA steht hingegen für Core Alone, da es die Rakete auch mit Seitenboostern gibt. Die Bilder vom Start müssen sich definitiv nicht hinter westlicher Raketen-Live-Berichterstattung verstecken. Und uns Raketen-Nerds wurde einiges geboten. Gern mehr davon. Und ja, mein Skript über die indische Raumfahrt, das ist in Arbeit. Nach einem abgesagten Start am Freitagmorgen ist dann am frühen Samstagmorgen die Atlas V 541 für die US Space Force gestartet. Obwohl es kurz nach 1 Uhr war, seid ihr mit mir noch 700 Senkrechtstarter auf dem Livestream gewesen und wir konnten abfeiern, wie die Feststoffbooster und das russische RD-180 die Atlas V in den vorher wolkigen Himmel gedrückt hat. An Bord war ein Erdbeobachtungssatellit, der Früherkennung für feindliche Raketenstarts ermöglichen soll. Und eine geheime zweite Nutzlast, über die wir nichts wissen. Ja, auch dieser Start ging in Richtung Geo, wobei die Atlas V in Kombination mit Center-Oberstufe einen Transferorbit mit Apogeum von knapp unter 36.000 Kilometer bereitgestellt hat und die Nutzlasten ihre Position über Südostasien dann eigenständig erreichen werden auf dem Geo. Und um eine Ultra-Livestream-Woche komplett zu machen, habe ich dann natürlich noch den Virgin Orbit Air Launch von Launcher One mitgenommen. Die 747 von Virgin ist in der Mojave-Wüste gestartet und hat die 21 Meter lange, 30 Tonnen schwere Rakete von Kalifornien in die Starthöhe gebracht. Nach einer planmäßigen Testrunde konnte der Air-Launcher, der Launcher One, von der 747 abgeworfen werden, um nur Sekunden später vor dem Flugzeug in den Himmel zu rasen. Die Mission wurde auch von der US Space Force bezahlt, die so 7 Kleinstsatelliten starten konnte. Eine Nachricht hat mich die Woche extra getriggert. Wissenschaftler der Universität Bern haben sich die DART-Mission der NASA angesehen. DART ist die Mission, wo die Sonde auf dem kleinen Didymoon einschlagen soll. Und ja, ich weiß, der heißt eigentlich nicht so, aber der Name ist so süß. Durch den Einschlag soll die Auswirkung auf die Flugbahn des Asteroiden untersucht werden. Die nun veröffentlichte Studie äußert die Vermutung, dass die Auswirkung des Aufschlags deutlich gravierendere Folgen für Dimorphos haben könnte. So übrigens der richtige Name des um den größeren Asteroiden Didymos kreisenden Felsbrocken. Grund ist, dass Didymorphos aus lockeren Brocken bestehen könnte und nicht so massiv sein könnte wie bisher angenommen. Wer meine Episode über Asteroidenschwerkraft am Zahn gesehen hat, für den ist die Idee vermutlich nicht neu. Ja, wir sind sehr gespannt auf die Mission, die schon im September diesen Jahres durch den Einschlag ihren Höhepunkt dann erleben wird.
Percy tut sich aktuell schwer beim Bohren. Eines der Hauptziele der Perseverance-Mission ist das Sammeln von Gesteinsproben, die in einer zukünftigen Mission zur Erde gebracht und auf mögliche Anzeichen von altem Leben untersucht werden sollen. Zwar ist Perseverance jetzt in dem für die Forscher extrem spannenden ehemaligen Flussdelta im Jezero-Krater angekommen, das Probennehmen gestaltet sich aber schwieriger. Die Felsen hier im alten Flussdelta sind erstaunlich, aber bisher war noch kein perfekter für das Sammeln einer Probe dabei. Einige Steine sind zu zerbrechlich, andere zu zerklüftet. Aber die NASA ist zuversichtlich, dass sie sehr, sehr bald den richtigen Brocken finden wird. Der Missionsname ist ja nicht umsonst Perseverance, zu Deutsch Beharrlichkeit. Die NASA-Wissenschaftler glauben, dass in diesem Flussdelta, falls es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat, hier alte Biomarker oder ja, molekulare Fossilien gefunden werden könnten. Könnte Fahrradanhänger oder so ähnlich, beflügelt natürlich mega die Fantasie. Leben außerhalb der Erde oder zumindest die Spuren davon finden zu können. Aber ja, wir werden sehen. Die best-performance Technik-Episode auf Senkrechtstarter aller Zeiten, ja, das war die über die Reboost-Fähigkeit der ISS. Kannst du hier sehen. In dieser Folge, da gehe ich alle Raumschiffe und Möglichkeiten durch, die ein Anheben der ISS ermöglichen. Eine der darin beschriebenen Möglichkeiten wurde jetzt zum ersten Mal genutzt. Am 28. Juni hat ein Cygnus-Frachter von Northrop Grumman als erstes kommerzielles Raumfahrzeug einen Reboost der Raumstation durchgeführt. Das war probehalber schon vorher mal getestet worden. Dieses Mal war es jedoch eine vollständige planmäßige Orbitanhebung. Eine Fähigkeit, die aktuell ja hoch im Kurs steht, wo Russland ganz offen sagt, dass sie keinen Bock mehr auf die ISS haben. So oder so ist es bestimmt gut, dass man jetzt eine weitere Möglichkeit hat, unabhängig von Progress-Frachtern die ISS zu reboosten. Hört nicht auf meine Einschätzung. Ich habe letzte Woche noch gesagt, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass das SLS das nächste Startfenster Ende August schaffen wird. Aber genau das ist aktuell der Plan. Die NASA sagte laut Ars Technica am Dienstag in einem Interview, man werde das Startfenster am 23. August bis zum 6. September anstreben. Das ist doch mal eine Ansage. Nach all der Haue für das SLS scheint es nun endlich rund zu laufen. Der Flug von Artemis 1 um den Mond, der ist zwar noch ohne Menschen, aber im Prinzip die Generalprobe für den ersten Flug mit Menschen, weiter als der niedrige Erdorbit seit dann 1972. Auch ziemlich traurig, dass es so lange gedauert hat. Ein paar Probleme müssen aber noch gelöst werden. Unter anderem das Wasserstoffleck in der Bodeninfrastruktur, dem sogenannten GSE, Ground Support Equipment. Genauer dem Quick Disconnect an der Basis der Rakete. Ja, wir drücken die Daumen. Was ist das Wichtigste an einem Grundstück? Lage, Lage, Lage. Auch wenn ich nicht glaube, dass das SLS an dem Aufbau einer Mondbasis beteiligt sein wird, dafür ist es einfach zu teuer, möchte die NASA ja zum Mond, um dort zu bleiben. Nach der Landung im Artemis-Programm und dann dem Lunar Gateway soll ein Außenposten langfristig dann auf dem Mond errichtet werden. Da Apollo Flugprofil bedingt den Äquator gut untersucht hat und man sich einige Besonderheiten am Südpol verspricht, will die NASA in der Nähe des Südpols einen Außenposten für die Besatzung errichten. Auch wenn noch kein Grundstück gefunden wurde, der Name steht schon mit Artemis Base Camp fest. Dort soll ein offener Rover für kurze Trips wie für Apollo-Zeiten für Astronauten bereitstehen und ein Gefährt mit Druckkabine für ausgedehnte Ausflüge. Aber natürlich auch ein kleines, schnuckliges Oberflächenhabitat. Dieses Schmuckstück in A-Lage erfordert aber vorher eine umfangreiche Infrastruktur. Erarbeitet werden muss noch ein schlüssiges Konzept für die Kommunikation, die Stromversorgung, ein Konzept für die Strahlungsabschirmung und wie eigentlich die Abfallentsorgung geregelt wird. Ja, und Lagerraum für Experimente, Werkzeuge und was man sonst so am Mond braucht, das wäre ja auch ganz nett. All diese Feinheiten der Mond-WG sind nach Ansicht der NASA Voraussetzungen für eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond. Ich bin vermutlich nicht der Einzige, der bei der Vorstellung so einer Basis auf dem Mond da ganz feuchte Augen bekommt. Und die NASA sollte sich auch etwas beeilen. China hat für die kommenden Jahre eine Reihe von Mondmissionen geplant, unter anderem auch in den 2030er Jahren eine internationale Mondforschungsstation, die ILRS. Und die soll auch am Südpol des Mondes gebaut werden. Würde mich ja interessieren, was man bei der NASA macht, wenn man den idealen Platz für so eine Mondstation gefunden hat und China dann einfach schneller ist und die NASA bittet, ihr Ding doch bitte woanders zu machen. Hier liegt schon ein Handtuch auf der Sonnenliege. Gibt's eine sehr lustige Szene in der Serie Space Force, die das vorwegnimmt. Go see other craters. Thank you. Stay away. Thank you. Das James Webb Teleskop. Die Menschheit verfügt über das größte und leistungsstärkste Teleskop, das je ins All gebracht wurde. Wie Thomas Zurbuchen, der Leiter der wissenschaftlichen Programme der NASA, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte, werden aktuell gerade die spektakulärsten Bilder aufgenommen, die man sich vorstellen kann. Er sagte weiter, dass sie bereits einige erstaunliche wissenschaftliche Aufnahmen gemacht haben und uns historische Aufnahmen erwarten.
James Webb hat jetzt schon tiefer und weiter ins Universum geblickt als je ein Teleskop vor ihm. Veröffentlicht werden die ersten Bilder am 12. Juli um 16.30 Uhr MESZ. Ich werde da bei meinem Kumpel Andreas von Niggis Kosmos im Livestream zu Gast sein und diesen historischen Moment, den wollen wir dann zusammen feiern. Kleiner Spoiler, die stellvertretende NASA-Administratorin Pam Mellroy war wohl von den Aufnahmen, die sie sehen durfte, überwältigt. Wir sind gespannt. Und jetzt was in eigener Sache. Ich bin ja der Meinung, dass ich die interessierteste, optimistischste und überhaupt beste Community auf ganz YouTube habe. Naja, und anstatt auf Senkrechtstarter irgendwie Werbung für Online-Games zu machen, gibt es ja vielleicht unter euch Menschen, die gerne Werbung für ihr Produkt oder eine offene Stellenausschreibung in ihrer Firma machen möchten. Ich bin mir sicher, dass unter den typischen Senkrechtstartern die optimale Besetzung für eure Stelle ist. Naja, und wenn du jetzt denkst, super Sache, in der optimistischen, wissbegierigen und respektvollen Senkrechtstarter-Community, da würde ich gerne Werbung machen, dann schreib mir doch gerne einfach eine Mail an mo.senkrechtstarter@gmail.com und wir schauen, ob das passen könnte. Und im besten Fall verhelfen wir so einem Senkrechtstarter zu einem Traumjob. Hashtag Team Space. Die europäische Internet-Satellitenkonstellation wird kommen. Bei der Errichtung sollen explizit auch Mittelständler und Startups zum Zuge kommen. Und jetzt das große Aber. Als Zulieferer. Wie das Handelsblatt berichtet, sollen Starts aus europäischen Ländern erfolgen. Ja, und wo ist aktuell der einzige Startplatz in Europa? In Französisch-Guyana. Wo starten die beiden deutschen Startups? Rocket Factory Augsburg und ESA Aerospace, Norwegen und High Impulse zum Beispiel aus Schottland, beides nicht in der EU. Das ist natürlich auch den deutschen Raketen-Startups aufgefallen. Daniel Metzler, Chef von ESA Aerospace, wird vom Handelsblatt wie folgt zitiert. Das Satellitprogramm liest sich, als wäre es wieder einmal für die großen Unternehmen ausgelegt. Kleine Unternehmen sollen mit Unteraufträgen abgespeist werden. Würde ich leider auch so einschätzen. Das Handelsblatt schreibt weiter zu dem Thema. Ja, vor allem EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton steht in Deutschland in dem Verdacht, etablierte Anbieter aus seiner Heimat Frankreich mit Aufträgen versorgen zu wollen. Ein Vorwurf, den er zurückweist. Auch das Engagement der französischen Ratspräsidentschaft verstärkt den Eindruck vorrangig nationaler Interessen. Das lasse ich mal so stehen. Apropos ESA Aerospace, die Woche hat Andrew Parsonsen, den hatte ich ja auch schon hier im Interview, ein Bild auf Twitter veröffentlicht, auf dem ein Transporter mit einer Plakatwerbung für Stellenausschreibung für ESA Aerospace zu sehen war. Witziges Detail, aufgenommen wurde es vor der Rocket Factory Augsburg, dem anderen Raketen-Startup aus Bayern. Die Bandagen um Fachkräfte werden offensichtlich härter. Die RFA nimmt es auf Twitter zumindest mit Humor und antwortet, dass ESA einfach weiß, wo gute Ingenieure arbeiten. Aber bevor aus Deutschland auch nur eine einzige Orbitalrakete kommen wird, ja, da wird es in Boca Chica heiß werden. Wir haben ein neues Bild von SpaceX bekommen, und zwar von den Kronjuwelen von Booster 7. Prägt euch dieses Bild ein. 33 Raptor-Triebwerke. Das ist die stärkste Rakete aller Zeiten mit fast 7600 Tonnen Schub. Das ist 10-mal so viel Schub, wie eine Falcon 9 beim Start hat. Das Raptor ist das mit Abstand fortschrittlichste Erststufentriebwerk, das bisher geflogen ist. Zwar noch nicht in einen Orbit, aber schon sehr eindrucksvoll mit den Starship-Prototypen wie zum Beispiel SN15. Mensch, das ist auch schon wieder über ein Jahr her. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie ich diese Flugtests vermisst habe. Wenn du wissen magst, wie das Raptor funktioniert und was so außergewöhnlich an seinem Antriebszyklus ist, dann schau mal in mein Video zu dem Thema. Wenn ich so die Stimmung in der Community interpretieren müsste, würde ich sagen, viele sind aktuell extrem nervös und erwarten feurige Tests in den nächsten Tagen. Und tatsächlich sind auch für Dienstag, den 7. Juli, wieder Strandsperrungen angekündigt worden. Und auch wenn die eine oder der andere bereits seine Sachen packt und nach Südtexas reist, würde ich sagen, da muss noch ein paar Dinge vorher passieren vor so einem möglichen Start. Definitiv werden wir die Raptoren eines nach dem anderen getestet sehen und auch alle zusammen, bevor ein Flugversuch stattfindet. Wie diese Testkampagne aussehen soll für diese Triebwerke und in welchem Zeitraum sich diese Tests erstrecken werden, das kann ich natürlich nicht sagen. Aktuell wird parallel die Struktur von Booster 7 an einem Testobjekt mit dem Namen 7.1 oder Booster 7.1 neben dem Starttisch getestet. Hier wird durch den sogenannten Can Crusher, den Dosenzerdrücker, statisch die zu erwartende Last auf eine Teilsektion, die vermutlich baugleich zu der entsprechenden Sektion am Booster 7 ist, aufgebracht. Vermutlich mit einer gewissen Sicherheitsmarge oder mit einem Sicherheitsfaktor oder sogar absichtlich bis zur Zerstörung. Wie ernst SpaceX das mit dem Starship meint, kann an der Montage des Starlink V2-Trägers beobachtet werden. Noch bevor auch nur die Startanlagen fertig sind, baut man bereits in Ship 25 den Starlink-Auswurfmechanismus ein. SpaceX plant ganz offensichtlich schon zeitnah mit der eigenen Starlink-Nutzlast zu fliegen.
Wenn die Aussage von Elon Musk in seinem Interview mit Everyday Astronaut Tim Dodge stimmen und die neuen Starlink-Satelliten in Version 2 wirklich eine Größenordnung besser sind als das aktuelle Starlink, was wir ja schon haben, fragt man sich schon, wie die Konkurrenz dagegen anstinken möchte. Spannend fand ich in meinem Livestream von Atlas 5 die Bilder der Start- und Fanganlagen in Florida, dem sogenannten Mechazilla, mit dem das Starship auch von Florida aus starten und dann landen soll. Es wurden bereits 3 Segmente zu einem Turmstumpf zusammen montiert und weitere 3 Segmente warten auf ihren Transport und den Lift. Sollte der Turm baugleich zu Boca Chica werden, fehlt dann nur noch Segment 8 und das abschließende Segment 9 mit der Seilwinde. Wer überrascht war von den Baufortschritten in der Starbase in Texas, der kann hier am Cape nur noch den Kopf schütteln, wie schnell das geht. Die Lift Operation wird übrigens am Cape von einem Kran der Schweizer Firma Liebherr erledigt. Genauer ein Liebherr LR11350. Diesmal mit SpaceX-Optik und keinem Frankenstein-Stückel-Kunstwerk. Wenn wir bei SpaceX-Optik sind, es wurde eine weitere SpaceX-Hebebühne bei Palfinger in Löbau, Ostsachsen, gesichtet. Vielen Dank an Bernd, der mir das Bild per Mail geschickt hat. Aber SpaceX ist ja nicht nur Starship. Wie die NASA mitteilt, wird mit einem Flug für den Cargo Dragon und CRS-25 frühestens am 14. Juli gerechnet. Wie ich letzte Woche berichtet habe, war ein Leck am hypergolen Steuerungssystem aufgetreten, was nun wohl behoben wurde. Kurz nochmal in eigener Sache. Diese Woche hatte ich ja eine Kooperation mit Karim, dem YouTube-Tierarzt, und wir haben uns mit den ersten Lebewesen und Tierversuchen in der Raumfahrt beschäftigt. Spannendes Thema und mit Karim eine echt coole Episode geworden. Verlinke ich dir hier. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Am Donnerstag, den 7. Juli, wird SpaceX eine weitere Ladung Starlink-Satelliten mit einer Falcon 9 von Florida aus in den Orbit bringen. Geplante Startzeit ist mit 2 Uhr MEST nicht so europafreundlich. Muss ich mir nochmal schwer überlegen und durch den Kopf gehen lassen, ob ich das streamen würde. Ein Stream, den ich mit Sicherheit streamen werde, das ist der Vega-C-Start von Ariane Spass. Wie alle Ariane- und Vega-Starts von Kourou aus und mit 13.13 Uhr MEST prima für eine Mittagspause. Oder was denkt ihr? Das wird tatsächlich der Erstflug der Vega-C und somit auch die Feuerprobe für den Feststoffbooster P120 in der ersten Stufe der Vega. Der wird ja auch die Ariane 6 antreiben und in dem Nachfolger der Vega-C, der Vega-E, verwendet werden. Also ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass von diesem Start die Zukunft von Ariane und Vega-Rakete abhängt. Ein Start, den ich definitiv nicht streamen werde, weil ich auf einer Familienfeier bin, ist der SpaceX-Start und Starlink am Sonntagmorgen um 2 Uhr MEST. Auch dieser Start ist von Florida aus. Wenn du meine Live-Raketenstart-Berichterstattung nicht verpassen möchtest, ja genau, unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke zusätzlich drücken, damit YouTube dich auch erinnert, wenn ich live gehe. Ja, ich hoffe, meine Raumfahrt-News-Zusammenstellung heute hat dir gefallen. Wenn ich was vergessen habe, was du wichtig fandst, schreib mir einfach unter dem Video. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder und Patreon für die monetäre Unterstützung. Ohne euch, da könnte ich das hier nicht machen. Ich wünsche euch allen, dass ihr gut in die nächste Woche kommt. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.